Hi meine lieben Schnudis und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es einen DM-Live-Haul geben. Ich habe das Ganze schon vor ein paar Tagen für euch vorgedreht gehabt. Ja, weil so verkabelt kann ich nämlich nirgendwo hingehen. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich schneide das Ganze heute und dieses Video gibt es dann heute. Ganz viel Spaß! Die haben hier auf jeden Fall auch noch einiges anderes. Das sieht zum Beispiel mega, mega cool aus. Ist die Wanne bestimmt pink? Oder wir haben hier solche Badebomben, die aussehen wie Donuts. Finde ich auch ganz cool. Oder hier zum Beispiel haben wir dann Flamingo drin. Die Badekugeln kosten hier 1,95 €. Ich bin jetzt bei dieser ganzen Kinderabteilung hier und bei diesen Badezusätzen. Aber irgendwie spricht mich hier überhaupt nichts an. Ich finde, das ist irgendwie überhaupt nicht winterlich. Keine Ahnung, die Designs wirklich sehr, sehr schön, aber ich stehe halt mehr auf dieses Winterdesign. Ich habe da hinten jetzt ein bisschen was gesehen. Moment. Und zwar das hier, Schaumbad für 75 Cent im Winterwunder, duftet nach Winterträumen. Genau, davon haben wir hier dann nochmal so eine feste Seife. Wir haben hier so eine Pflegecreme, wir haben hier so eine Spülung, Shampoo, Dusche. Wir haben hier sogar solche Holzstempel und hier sogar Holzzahlen von 1 bis 24. Aber ich nehme das hier mit. Das finde ich jetzt ganz schön. Ach so, natürlich habe ich vergessen, es gibt hier auch noch so eine Winterwunder-Lippenpflege. Genau, auch ganz süß für 1,25 €. Leute, schaut mal, wie krass. Die haben einfach die Glam & Doll Mascara teurer gemacht. Die kostet jetzt einfach 4,45 €. Also Catrice hat die Preise definitiv angehoben. Was ist mit dem Puder? 3,75 €. Ist auch teurer geworden. Ich habe das Puder vor kurzem noch für 3,45 € gekauft. Ja. Catrice hat auf jeden Fall die ganzen Preise angehoben. 3,75 € kostet jetzt auch der Concealer. Den habe ich sonst auch immer für 3,45 € gekauft. Also ja, Catrice hat Preise angehoben. Also vorher am besten schauen, wenn ihr euch irgendwas von Catrice kaufen möchtet. Also das ist krass. Dann nehme ich nochmal aus dieser Disney Villains LE einmal so eine Villian... Oh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Auf jeden Fall so einen richtig, richtig süßen Pinsel mit. Mir gefällt die Farbe und ja, das ist ein Blender Brush, Gott, kostet 2,45 €, perfekt zum Auftragen. Hier gibt es noch ein paar Paletten, aber die interessieren mich irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das ist dieses Mal nicht meins. Deswegen bleibt es hier nur bei diesem Pinsel. Den habe ich übrigens schon, aber ich kaufe den nochmal. Reinigungsmittelabteilung und so weiter und so fort. Ich muss für meine Oma einkaufen. Also zum einen nehme ich hier, soll ich mal von Denk mit wieder was mitnehmen oder was anderes? Was haben die hier denn noch? Ich glaube, ich nehme einfach mal das hier mit. Das finde ich nämlich sehr, sehr gut. Dieses 00 WC Aktiv Gel 4-in-1 kostet 1,65 €. Das nehmen wir im ersten Step mal mit. Dann brauche ich auf jeden Fall einen Bartreiniger. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme einfach diesen Denk mit Bartreiniger Nature mit. Der kostet 1,15 €. Ich habe sonst immer den hier für 95 Cent mitgenommen. Mal gucken. Ich bringe ja einfach mal den mit. Vielleicht findet sie den ja auch gut. Oder merkt das gar nicht im besten Falle. Mal schauen, aber das kommt einmal mit. Dann nehme ich hier auch direkt Allzwecktücher mit. Und hier gibt es gerade welche so im Zweierpack für 2,15 €. Was haben wir hier für eine Duftsorte? Irgendwas mit Vanille. Rose und Mandel haben wir hier. Und hier haben wir dann Bambus-Weißer Tee. Nee, ich nehme mal Rose und Mandel mit. Also das hier. Genau, das passt dann wirklich sehr gut. Und... Nee, ich muss weiterschauen. Oder doch? Ich brauche Spülmittel. Ja, Spülmittel, dann nehme ich jetzt... Kann ich eigentlich auch das von Nature mitnehmen? Ist ja eigentlich kein großer Unterschied jetzt, oder? Ob ich hier das mitnehme oder das. Sieht sogar fast identisch aus. Genau. Ist sogar günstiger. Das kostet 1,15 €. Ich glaube, das ist sensitive sogar, ja. Und Nature kostet 95 Cent. Deswegen nehmen wir mal den mit. Allzweckreiniger, dann nehme ich wieder den von Sedulin mit für 1,85 € und direkt was zum Nachfüllen. Meine Oma hat die Flasche nämlich schon weggeschmissen. Die war nämlich schon wirklich sehr, sehr ranzig. Genau, deswegen die beiden Sachen, 1,85 € und 1,55 €. Ja, Leute, bei Waschmittel kommt nicht wirklich viel in Frage. Und zwar benutzt meine Oma immer das von Persil, was neuerdings 7,25 € kostet. Also wirklich richtig, richtig krass. Wurde sogar erst vor kurzem erhöht. Genau, einmal das hier. Und dann nehme ich hier nochmal ein normales Waschmittel mit. Ich könnte hier was von Spee mitnehmen, aber das haben die, glaube ich, nicht. Doch, ich nehme jetzt einfach mal dieses Türkise hier mit. Aber ich glaube, ich nehme die große Packung mit für 7,75 €. Dann muss ich nicht so schnell wieder einkaufen gehen. 50 Wäsche, das sollte reichen. Meine Oma benutzt kein Weichspüler, deswegen ist es an der Stelle auch überflüssig.
Dann nehme ich hier nochmal Tee mit zum einen. Nehme ich von Mesmer hier feinster grüner Tee mit. Da kommen aber zwei Packungen mit. Dann wollte ich für mich mal so einen Rachen-Halstee oder wie auch immer das Ganze heißt mitnehmen für 70 Cent. Das wäre dann einmal der hier. Und für meine Mom, da gibt es so einen Einschlaftee, Beruhigungstee. Hier, Einschlaftee, der war das. War das der? Ja, ich glaube, das war der. Der kostet auch 70 Cent. Wunderschöne Fußabteilung. Yes, ich nehme einmal diese Fußsocke hier mit. Also hier Buttermilk and Lemon. Fußsockenmaske. Ich finde die richtig, richtig, richtig gut. Sowohl von Rossmann als auch von DM. Ich mag die sehr, sehr gerne. Das Ganze gibt es zum Beispiel auch von Schäden. So in zwei verschiedenen Varianten. Wir haben hier einfach mit sanften Healing-Körnern und wir haben hier einmal regeneriert und schützt. Ich würde das gerne auch mal ausprobieren. Ist neu. 3,25 Euro nicht gerade günstig, aber ich werde es versuchen. Mal gucken. Ich nehme mal hier jetzt von Schneip dieses verwöhnendes Cremeöl-Peeling mit. Ich mag das sehr, sehr gerne. Davon gibt es noch eine Sorte, aber die habe ich bisher immer nur bei Müller gesehen. Genau, kostet 1,35 Euro. Ich habe gerade schon geschaut, ob es hier irgendwo vielleicht diese große Dose gibt, aber habe ich jetzt nicht gesehen. Muss ich mal bei Rossmann oder bei Müller nochmal einen Fokus drauf legen, weil jedes Mal hier die kleinen zu kaufen, ist natürlich teurer, als wenn man eine ganze große Dose kauft. Obwohl, mir reicht so ein also so eine Packung reicht bei mir ziemlich, ziemlich lange. So viel benutze ich davon jetzt auch nicht. Trotzdem wäre es in einer großen Dose natürlich günstiger. Aber es gibt hier leider nur was von Darf. Hier, Creme-Dusch-Peeling für 3,75 Euro. Nö. Hier nehme ich jetzt auch noch mal was mit. Habe ich mir jetzt so gedacht für Omi. Und zwar gibt es hier sogar so ein Zweier-Set direkt hier mit diesem Ding hier. Mit einer Flasche drin. Kostet 95 Cent, falls ich mich jetzt nicht irre. Ja, schaut mal, so ein Nachfüllding kostet 85 Cent. Das sind 10 Cent mehr. Ja, da will ich auf jeden Fall nicht meckern. Das nehme ich mit. Aber ich nehme jetzt hier noch eine Sorte mit. Fresh Lemon. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Dann nehmen wir das mal mit. Ich bin jetzt hier bei den Kerzen und Leute, das riecht so gut. Und zwar heißt das Ganze Champagner Cheers. Kostet 3,75 Euro. Hier riech ich nochmal dran. Oh Leute, das riecht so unglaublich gut. Das werde ich mir jetzt gleich mitnehmen. Was haben wir hier? Honey and Chocolate. Oh Leute, das riecht auch richtig, richtig, richtig gut. Aber das ist mehr so ein irgendwann Kopfschmerzgeruch, finde ich. Und das riecht irgendwie richtig erfrischend. Deswegen nehmen wir mal das hier mit. Gedacht, ich nehme jetzt noch mal Haarklammern mit. Für wen kann ich nicht sagen, aber ich finde jetzt die hier unten ganz süß. Und zwar die hier. Finde ich einfach niedlich. Kosten 1,95 Euro und die werde ich jetzt auch noch mal mitnehmen. Hier gibt es auch noch andere. Zum Beispiel solche hier mit Einhörnern drauf oder hier solche Meerjungfrauen. Wir haben hier auch so etwas kleinere. Oder hier zum Beispiel solche Schmetterlinge. Finde ich auch ganz süß für 1,95 Euro. Oder wir haben hier solche Herzchen. Solche Herzchen hatte ich in meiner Kindheit auch. Das ist jetzt wirklich Erinnerung pur. Die finde ich jetzt auch ganz schön, aber ich finde die ein bisschen zu groß, muss ich gestehen. Deswegen, ich denke mal, nur bei denen jetzt bleibe. Ich brauche noch eine Haarbürste, Leute. Ich habe keine Ahnung, welche ich hier mitnehmen soll. So eine einfache könnte ja reichen. Auf jeden Fall nicht so mit extra Borsten, das mag ich nicht. Wir haben hier auch noch so eine. So eine, die meine Mom hat, finde ich ganz gut. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo die her hat und sie selber auch nicht. Was soll ich jetzt mitnehmen? Die sieht auch ganz süß aus. Oder hier so eine kleine. Ich habe ja nicht viele Haare auf dem Kopf. Ich glaube, ich nehme mal hier diese kleine mit. Die sieht ganz süß aus für 2,25 Euro, falls sie jetzt nicht verkehrt hängt. Massagebürste Mini. Ja, 2,25 Euro. Meine lieben Schnutis, ich habe gerade eben beim Video hochladen gesehen, dass einfach das, was ich gesagt habe beim Verabschieden, einfach irgendwie nur halb aufgenommen wurde. Wieso, weiß ich nicht. Deswegen wiederhole ich das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich selber ein Däumchen nach oben über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.